Und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play X Rebirth. Ja, Version 2.5.1 gerade eben runtergeladen worden, ein klitzekleiner Patch. Ja, kurz zu den Patch Notes, die sind recht übersichtlich, das ist ein flotter Dreizeiler. Im Endeffekt geht es darum, diverse Absturzursachen auszumerzen. Gut, haben wir ja zum Glück noch nicht erlebt. Diverse Abstürze aus, mit Ausnahme natürlich von der Kampagne, ne, aber das ist ja wie gesagt 11 Monate her. Also nichts wirklich Relevantes von wegen jetzt, dass hier zusätzlich Content oder sonstiges Gedönse dazugekommen wäre. Nein, also nur ein klitzekleiner Bugfix-Patch in der Version jetzt 2.5.1. Beim letzten Mal sind wir ja ganz kurz auf den Handel eingegangen, beziehungsweise die Handelsmöglichkeiten, die man mit diesen Frachtern hat. Dann haben wir den Langstreckenscanner vorgestellt und dann war eigentlich auch schon wieder Schluss, ne? Und heute wollten wir ja diese Mission angehen, die wir angenommen haben. Dazu wollte ich aber im Vorfeld mal schauen, ob wir vielleicht hier an der Station noch das ein oder andere hübsche Teil finden für unsere Mühle. Also mit der Standardausrüstung wollte ich hier eigentlich nicht ins Gefecht ziehen. Ich hoffe mal, dass wir irgendwo einen entsprechenden Mechaniker finden. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Denn die Mechaniker verkaufen ja das ganze Gedönse für unsere Mühle. Also ich docke jetzt einfach mal auf Verdacht hier an. So, du bist ein Drohnenverkäufer. Guten Tag, Pilot. Was kann ich Ihnen anbieten? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Absolut. Klingt erstmal nicht schlecht, aber... sind mir zu teuer. Nein, sorry. Wiedersehen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Sind mir zu teuer, mach's gut, vierte. Wir sollten jetzt natürlich auch nicht unbedingt gleich unser Vermögen gleich wieder auf den Kopf hauen, was wir beim letzten Mal recht mühsam zusammengekratzt haben durch Inanspruchnahme des Langstreckenscanners. Also ein bisschen Geld haben wir verdient, aber das ist natürlich gar nichts, ne? So, wer bist du? Schiffstechniker? Nö, dich brauchen wir nicht. Aber ich mach mal den Schrank leer, wenn ich darf, wenn sich niemand aufregt. So, Hallöchen, da ist das Bild wieder. Immer mal wieder ein Eyecatcher. So, hier läuft wieder die bekannte Tante auf und ab. Du bist auch ein Drohnenverkäufer, sieht man am Symbol darüber. Das sieht man nach dem Architekt aus. Ne, Manager, okay. Manager. Brauchen wir auch noch nicht. So, das Symbol ist ebenfalls neu. Was bist du für einer? Schwarzmarkthändler. Prima. Laufen Sie nicht vorbei. Ich habe hier alles, was Sie brauchen. Also, mit der Brille, ne? I Spy. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da werden wir nämlich unser ganzes Gedönse los. Die ganzen illegalen Geschichten. Oh, das dürfte interessant werden. Das dürfte richtig Geld bringen. Darf ich Ihnen sonst noch etwas zeigen? Ist ja nicht so, dass ich eine Familie daheim hätte, die auf mich wartet oder so. Nö, nö. So, dann hätten wir hier alles verkauft. Haben wir ordentlich Asche kassiert. Prima, dankeschön. Raus. Raus, ja, danke, sehr nett von dir. Ah, das war jetzt auch auffällig interessant. Wir haben beim letzten Mal ebenfalls mit den Händlern interagiert und da, also natürlich vom Schiff aus, also nicht hier auf der Station, und da hat sich das Ganze, die Orders hier haben sich ja gestackt. Das sah dann wie so ein Warenkorb aus und den man am Ende dann immer noch bestätigen hat müssen. Hier bei dem, wenn ich direkt vor Ort bin, da gilt das Geschäft dann quasi instant, also da wird nichts mehr in irgendeinen Warenkorb, sondern hier gilt dann gleich Geschäft ist Geschäft, per Handschlag und Ende Gelände. So, Nahrungsmittelhändler, nö, brauchen wir nicht. Du bist ein Marineoffizier. AGI hier. Was soll der Aufstand? Brauchen wir auch nicht. Den Schrank brauchen wir. Wir brauchen einen Mechaniker, Mensch. Ich will ein bisschen Zeug für die Mühle. Ich will ein bisschen was pimpen. Bergbauzulieferer, nö. Waffenhändler. Bergbauzulieferer. Wer bist du? Lizenzhändler, nö, brauchen wir nicht. Da scheine ich jetzt echt Pech zu haben. Dass es diese Highways vor 40 Jahren noch nicht gab, übersteigt schier das Vorstellungsvermögen. Eieiei, also so wie es aussieht, haben wir da kein Glück. Da haben wir kein Glück. Das glaube ich ja gar nicht, ey. Also was ist denn hier los? Mist. Das ist jetzt echt blöd. Jetzt haben wir bloß noch eine Chance hier oben. Wenn wir noch kurz hier in den hinteren Bereich schauen. Bitte lass hier irgendwo einen Mechaniker sitzen. Captain. Nee. Captain brauchen wir nicht. Waffenhändler brauchen wir auch nicht. Lizenzhändler.
Nahrungsmittelhändler, ach komm, das ist doch... Was soll überhaupt diese Aufregung um KI? Da, Architektin, ja, nee. Lizenzhändler, ach komm. Ach Leute, macht mich nicht schwach. Dann nehme ich wenigstens die Schränke noch mit. Grüner Echsenabschaum, überall. Ja, ja, grüne Echsen. Also offenbar, das Thema Smalltalk ist nach wie vor aktuell hier. Na komm, ich kriege jetzt auch nicht in den Luftschacht. Das ist mir jetzt zu blöd. Das ärgert mich jetzt. Ich will einen Mechaniker. Kann ich hier mit irgendjemand quatschen? Von der Blutach. Ja, du wirst mir natürlich nicht sagen, wo ein Mechaniker ist. Das ist ja echt... Naja, ich erspare mir es, ne? Ich sage jetzt nichts. Es gibt ja diese Optionen, dass man sagt, ja, zeig mir mal, aber nachdem wir da momentan null Ansehen haben, ich zeig's mal kurz. Was kann ich Ihnen anbieten? Ich kann dir sagen, wo finde ich Weg zu Service Mechaniker? Absolut. Was, der hilft mir sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, das ist vom Ansehen abhängig. Also gut, er hat uns jetzt die Position eines Mechanikers verraten. Finde ich jetzt überraschend. Haben sie ja seinerzeit im ersten Patch 2014, im Patch V1.25, ne, war es, wo sie das geändert haben, dass das Ansehen entscheidend ist, ob dir geholfen wird oder nicht. Also mich überrascht das jetzt richtig, hätte ich nicht gedacht. Ach, auf der anderen Station, es ist gar nicht so weit weg, das ist ja löblich. Das ist prima, da haben wir ja auch schon mal angedockt hier, ne, wo wir uns die Station zum ersten Mal angeschaut haben. Also komm, das machen wir noch schnell. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andock Erlaubnis erteilt. So, jetzt. Ja, genau, ich war schon mal hier. Hier ist wieder ein Drohnenverkäufer. Und da hinten ist ein Mechaniker. Also, jetzt mit so einem Schraubenschlüssel als Symbol. Dieses P. Ich habe mir da nochmal Gedanken gemacht über dieses P-Symbol. Ich gehe davon aus, dass P bedeutet alles, was mit unserer Mühle zu tun hat. Heißt, ein Marineoffizier zum Beispiel, wir können Marines kaufen, hier hat ein P, also ein Rekrutierungsoffizier. Dann hat ein, Mechaniker hat ein P. Okay, diese schleimigen grünen Echsen sind ja echt über. Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Rekonfiguriere Cockpit. Was ist das? Ach, es gibt neue Cockpits. Falke, Kranich und Trapez. Kampfkonfiguration, Managementkonfiguration, Handelskonfiguration. Argonische Schiffskonstrukteure, das ist Abenteuerkonfiguration. Ah, okay, also das ist das Ding, was wir aktuell haben. Jetzt könnten wir hier quasi ein anderes Cockpit wählen. Das ist ja nett. Probieren wir aus, allerdings kaufen wir zuerst das wichtige Zeug. Erstmal einen vernünftigen Antrieb, bitte. Selbstredend. Oh, ist das aber auch schon ziemlich teuer. Sapperlot. Was ist dieser Sidewinder? Was bringt der? Der Sidewinder Antrieb Mark II gibt etwas Vorwärtsschubleistung auf, um das Wendemomentum und die Gleitgeschwindigkeit und Beschleunigung zu steigern. Ah ja, okay. Was ist der Unterschied hier zu dem? Der Supercharger Antrieb Mark II wurde speziell für hohen Vorwärtsschub und Beschleunigung entwickelt. Nee, das wollen wir nicht. Ich will, wenn dann ein bisschen Wendigkeit... Ja, dann kaufen wir den hier. Kaufen. So, installiert. Die erste Kohle ist raus. Schon mal schlecht. So, dann schauen wir nach Waffen. Ihre Waffen. Diese erstklassigen Waffen eignen sich bestens für Ihr Schiff. Ja, ich hoffe es mal. Dieser Partikelbeschleuniger, der hat mir damals immer recht gut gefallen. Den würde ich gern wieder haben. Den hätte ich gern einen von, wenn es geht. Jetzt haben wir noch 182.000 Steine, das ist natürlich nicht viel. Das ist mir schon auch klar. Reicht's für ein Schild noch? Zeigen Sie mir bitte Ihre Schilde. Selbstredend. Nein. Also für ein Schild reicht's nicht mehr. Da müssen wir noch ein bisschen sparen, aber okay, ich denke, wir waren jetzt recht gut dabei. Was können wir Software? Ware. Handelscomputer. Sie können meine Mutter fragen. Nee, also das ist mit dem Handelscomputer. Das können wir, denke ich, vergessen. So, ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal mit diesem Falke Kampfkonfigurations-Cockpit-Modell an. Ich würde das einfach mal so machen, dass wir von Zeit zu Zeit immer mal wieder ein anderes Cockpit ausprobieren, dass wir die einfach mal sehen und ein paar
Folgen lang genießen, um dann uns eine Meinung bilden zu können, wo wir sagen können, ja, das und das, das hat mir jetzt persönlich recht gut gefallen. Gut, mein Geschmack ist immer individuell, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, wir wechseln hier. Auf diese 50.000 ist auch geschissen. Eine kluge Wahl. So, danke. Bis und demnächst. Tschüss. Es ist mach's unglaublich, gut. Wenn man bedenkt, dass vor 40 Jahren noch keine Highways existierten. Genau, keine Highways. So, Marineoffizier P, Waffenhändler P. Warum Waffenhändler P? Ja, weil der natürlich auch Zeug für unsere Mühle hat, Guten Tag, ne? Pilot. Also ich glaube, das Was kommt kann echt ich Ihnen hin. Anbieten? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Niemand mit Verstand geht irgendwohin, ohne volle Munitionsvorräte zu haben. Haben wir ja beim letzten Mal auch diese Neutronenbrecher gefunden, wobei es waren die V-Brecher, ne? Neutronenbrecher sind V-Brecher. Ja, aber der Preis ist nicht wirklich gut. Nee. Nee, da verkaufe ich nicht. Das spare ich mir. Mal. Danke, tschüss. So, dann geht's jetzt zurück. Hoffentlich gibt's das noch, zurück zum Schiff. Dass ich nicht, ja, da gibt's hier noch nicht, dass ich mal laufen muss. So, schau an, neues Cockpit. Oh, sieht ziemlich blau aus. Okay, jetzt hat er umgeschalten. Sieht jetzt im ersten Moment auch nicht schlecht aus. Wesentlich mehr Sichtfläche. Aha. Ja, also kann man sich anschauen. Ich finde es jetzt von der Optik her auch nicht schlecht. Gut, und mein Gott, wir haben halt jetzt hier den Monitor ein bisschen, ja, ein bisschen schräg. Aber mein Gott, die Schildanzeige ist da oben. Die Waffen haben wir hier drüben. Also, ich probiere es mal aus. Ich finde es mir jetzt mal nicht hässlich. Also, ich denke, man kann sich's anschauen. So, ein Partikelbeschleuniger. Funktioniert auch. Prima. So, ja dann, Freunde. Lasst uns diese Mission angehen, die wir am Start haben. Wir sollten da ja jemanden verschwinden lassen, ne? Ab in den Highway. So, der sieht anders aus. Der hat sich verändert. Früher waren da Spuren. Jetzt kann ich hier mich frei bewegen. Und ich kann nicht raus, oder wie? Doch. Ah, okay. Edelsteinmanufaktur. Interessant. Also ich kann reinfliegen nach wie vor. Ohne Probleme. Einfach drauf zusteuern. Und wenn ich dann drin bin, kann ich mich hier drinnen frei bewegen. Und wenn ich zu lang quasi an die Grenze gehe, dann, also an den Rand des Highways, dann springt er raus. Ah ja. Also kein Windschattenspielchen mehr. Oh Gott, ist das doof. Erreiche Edelsteinmanufaktur. Oder Gewinnungsbedürftig. Ich muss einfach den freien Flug beenden, sobald ich drin bin. Genau, ich habe den jetzt beendet. Jetzt haben wir keinen Stress. Alles klar. So. Wo sehe ich jetzt hier die Geschwindigkeit? So, hier müssen wir raus. Wo habe ich jetzt hier die Geschwindigkeit gesehen? Irgendwo sah man doch die Geschwindigkeit, die Reisegeschwindigkeit. Also offenbar in dem Cockpit nicht. Oder ich habe es nicht ganz gepeilt. Naja, ich möchte es nicht ausschließen. So, da drüben ist unser Missionsziel, eine Balor-Klasse. Die greift einen Wasserfrachter Rahanas an, Flüssigkeitstransport. Das ist nicht sehr schön. Und Triad. Oh, oh. Ob das so clever war, uns hier mit der Nummer anzulegen? Ja, ich weiß nicht. Jetzt wollen wir wahrscheinlich voll auf die Mütze kriegen. Ui, ui, ui. Na komm. Wir schauen mal. Vielleicht geht was. Ja klar, jetzt wurde wieder auf uns geschossen. Sehr gut. Ziemlich unspektakulär. Bin nun ich an der Reihe? So, immer schön draufhalten. Ach Gott, jetzt ist die Knarre wieder heiß, ne? Ja, da muss man ja auch aufpassen. Fällt mir gerade ein. Da muss man ja auch aufpassen. So, den ersten hat es zerlegt. Haben wir den zweiten. Auch nochmal fallen. Ne, das brauchen wir nicht. Komm. Wir hauen jetzt auf die Balor drauf. Die hat ja mal richtig dicke Knarren, so wie es aussieht, ne? Das blöde Ding. Sag mal, machst du mir hier den Sprungantrieb kaputt?
Waffe wechseln. Sieht der Rest von euch einfach untätig zu, während ich beschossen werde? Ja. Wenn das ein Unfall war, fangen Sie besser an, um Entschuldigung zu bitten. Was denn? War kein Unfall. War schon völlig beabsichtigt, mein Freund. Also diese normale Waffe, die wir da dran haben, die kann ja gar nichts. Die ist ja nur übel, oder? Die kann ja gar nichts. So, und hier wollen wir von allen Seiten... Von allen Seiten kriegen wir hier auf die Mütze. So, erstmal kurz ein bisschen abgehaut. Ah, okay, doch, die Geschwindigkeitsanzeige ist klar. Ich sehe sie. Ich weiß mittlerweile, wo sie ist. So. Der hat es auf uns abgesehen. Achso, halt, stopp. Ich habe der falsche geschossen. Entschuldigung. Tut mir leid. Fluchtkapsel, so, das ist erledigt. Hier ist der nächste. Mein Gott, es ist noch gewöhnungsbedürftig. Die Kiste hier. Aber es liegt einfach da, dass man so lange nicht gespielt hat, ne? Wie sehen Sie das? Hier sind Ihre Credits. Ich weiß nicht, ob es die Station ohne Sie geschafft hätte. Wir belassen es bei gar nichts. Ich hau dir jetzt auf die Mütze. Wow, was hat der jetzt rausgeschmissen? Nochmal ein paar Drohnen oder was? Häscher-Drohnen hat rausgeklopft. Das ist ja witzig. Also, könnte das überleben? Die KI ist tatsächlich ein bisschen intelligenter geworden. Ein bisschen ist gut. Weil früher hätte der nie seine Drohnen rausgekloppt. Schilde kritisch. Ja klar, logisch, Schilde kritisch. Stationskommando an Ren Otani. Wir tolerieren in unserem Raum keine grundlosen Angriffe. Das kann nicht ungestraft bleiben. Machen Sie sich auf die Konsequenzen gefasst. Was heißt hier ungestraft? Ach Gott. Okay. Also offenbar haben wir hier das falsche Schiff angegriffen und jetzt sind sie sauer und wollen uns ans Leder. Das ist nicht gut. So, Geschwindigkeitsanzeige. Das Ding hier oben, das ist wohl die Geschwindigkeitsanzeige. Also ich reduziere jetzt die Geschwindigkeit. Genau, das ist es. Also wäre das auch erledigt. Tut mir leid, dass ich euch angegriffen habe, Freunde. I'm sorry. Kann ich dich anfunken? Was ist? Will mich entschuldigen. Das kann ich nicht, gell? Nee. Raus. Okay. Also, die Blutach Mining. Es fängt gut an. Minus 3. An was erinnert uns das, ne? Mal ganz ehrlich. Das kommt uns natürlich alles sehr bekannt vor. So, und hier hat es ein Schiff zerlegt, wie es aussieht. Ja. Doch, das Ding hat nur noch Schrottwert. Damit kann man immer wirklich viel anfangen. Aber wir nutzen die Gelegenheit und schauen einfach mal kurz, wo wir sind. Aufstrebender Stern. Mhm, wir sind also zwei Zonen weiter. Hier gibt's. Was gibt's denn hier? Aufstrebender Stern. Nahrungsmittelzulieferer. Mhm. Na, schauen wir uns das auch kurz an. Diesmal mal zur Station hin. Ich meine, die eine Mission, die ist ja jetzt erledigt, ne? Also zumindest hieß es das ja im Logbuch. Ich sehe auch keine Questmarkierung mehr. Die gelben. Nahrungsmittelzulieferer. Ja. So ist es, so. Hier haben wir zum Beispiel einen Plus-Spot. Ich bin beim letzten Mal ja drauf eingegangen. Also die hier verkaufen Nahrungsmittel. Ne? Zu plus 3 und Raumsprit plus 6. Also der Preis etwas oberhalb des Standard-Durchschnittspreises. Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, okay, jetzt gehen wir wieder her und holen uns diverse Provisionen. Dann hätte man wieder einen Vorteil und könnte günstiger ankaufen. Aber nachdem wir ja keinen Frachter haben, noch nicht, wäre das ja aktuell total übrig, ne? So. Ja, ich bin am Überlegen, wie wir hier vorgehen. Ob wir am Anfang mal so ein paar Missionen ausprobieren. Oder ob wir hier gleich direkt einen auf Händler machen. Also sprich, ich schau mal, dass ich irgendwie, keine Ahnung, durch Scannen. Wahlweise dann natürlich offline, weil das vermutlich ziemlich langweilig werden dürfte. Am Geld verdienen, dass wir uns einen Frachter kaufen. Und dann erstmal versuchen, ein bisschen Kohle zu machen. Wobei, dazu brauchen wir natürlich erst einmal hier auch jede Menge freigeschaltete
Zonen und Sektoren, die wir dann auch erforscht haben, weil ansonsten sehen wir ja nicht, was wird wo benötigt. Ne? Man muss ja letztendlich auch eine gewisse Marktübersicht haben und das hat man nur, wenn man sich Transparenz verschafft, was gibt's wo, was wird wo benötigt und wo ist eventuell der eine oder andere Profit möglich. Ne? Profitable Geschichte. Jetzt haben wir hier Dokumentenabholung. Was ist Dokumentenabholung? Dokumentenabholung. 40.000 Schwierigkeitsgrad durchschnittlich. Die Mission kenne ich jetzt auch noch nicht. Aber gut, wir sind ja hier zum Ausprobieren, also. Ein gemütlicher Frachtflug. Vergessen Sie nicht, ein paar gute Filme für unterwegs mitzunehmen. Ja, erzähl mehr. 12 Einheiten Omikron Visa. Moment, das ist doch illegal, oder? Omikron Visa. Und wo soll man was hinbringen? Nino Ceram. Aha. Ah ja, okay. Also zumindest hier innerhalb der des Sektors, wo wir sind. Von unterschiedlichen Zonen. 21 Minuten haben wir Zeit. Komm, das probieren wir. Nein, da ist für uns beide eine Menge drin. Das probieren wir aus. Warum nicht? Das ist ja alles so mal ein bisschen Try and Error hier jetzt, ne? Einfach mal schauen, wie funktioniert die ganze Kiste. Weil wir kennen ja im Endeffekt, ja nur ist immer so ein blödes Wort. Wir kennen die Kampagne und haben mal die Kampagne linear durchgespielt seinerzeit. Aber was sonst noch so möglich war, das haben wir eigentlich gar nicht groß ausprobiert. So, interessant. Wir kriegen hier richtig gut Geschwindigkeit drauf. Hier oben läuft die Zeit übrigens mit für die aktuelle Mission. Wir haben ja gesehen, das Ding hat ein Zeitlimit. Und wenn ich jetzt irgendwo dagegen stoße, dann nimmt die Geschwindigkeit ab. Genau, so wie jetzt. Oder wenn ich auch an den Rand hinpömpel. Und sieht, also man muss versuchen, hier möglichst Kollisionen zu vermeiden. Ein ganz anderes System vom Ansatz her als seinerzeit noch die große Lehre. In der ersten Version X Rebirth, damals bei Release, da war es ja so, da gab es dieses lustige Minispielchen. Ja, was heißt lustig? Das, ich habe es immer Windschattenfliegen genannt, auch wenn das eigentlich mit Windschatten nichts zu tun hat. Ne? Windschatten im All, Fragezeichen. Aber gut, wobei das schon ein bisschen nervig war. Und ich fand es auch teilweise nicht ganz so performant, so wie jetzt. Also jetzt muss ich sagen, das Ganze läuft schon sehr flüssig von den Frames her und so. Also das finde ich sehr positiv. Und ich denke, das hat vermutlich damit auch ein bisschen zu tun. Nicht, dass man ständig diese Lanes hat wechseln müssen, wo dann vor dir so diverse andere Schiffe waren, wo du dich hinten hast dranhängen müssen, um einigermaßen Geschwindigkeit zu bekommen. So, raus hier. Unerschöpfliche Minen. Das hat schon mal funktioniert. Also mir gefällt der neue Highway deutlich besser. Deutlich sogar. Aber gut. Informationen zur Datenbank des Schiffscomputers hinzugefügt. Die Betty ist witzig. Ich brenne hier mit voll Karacho durchs All und sie fängt an, hier irgendwelche Schiffsmodule freizuschalten. Oh Gott. Alles klar, halt Betty. Endlich die Klappe, Betty. Da, Isha geht's auch schon auf den Sender. Ist okay. Alles ist gut, Freunde. Alles ist gut. So, kommt das I, holen wir uns noch. Und dann wird hier sauber angedockt. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Jo, merci. Willkommen an Bord. Servus. So, da steht er auch schon. Beziehungsweise Sie in dem Fall. Gucken Sie es aus. Haben Sie die Ware? In Ordnung. So, jetzt hat sie uns die Ware gegeben, das ist aber nett. Hat ein Fragezeichen als Icon, also offenbar nur Missions-NPC. Weil da war eine Kiste, zwei Stück, nehmen wir mit. Alles mitnehmen. Und ab ins Cockpit. Ja, und offenbar ist dieses Cockpit... Du wirst beobachtet. Was denn? Ach Gott, haben wir noch illegalen Scheiß an Bord, gell? Oh, oh. Ich glaube, jetzt kriegen wir gleich ein Problem. Wenn die uns jetzt scannen, ist der Teufel los. Wir haben ja noch den ganzen illegalen Stuff an Bord. Also schnell weggedüst. Ich habe jetzt keine Lust, dass die uns da irgendwie verfolgen. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Nicht auf die Karte, sondern in der 3D-Ansicht. Außenansicht. Also offenbar folgt uns niemand. Ist sehr positiv. Das hätte mir jetzt gar nicht gestunken, wenn die uns jetzt aus dem Schiff geknallt hätten. So, verlasse den Highway in 500 Kilometern. Ah ja.
Wie sieht denn das auf der Karte aus? Da sind wir. Ne, da müssen wir hin, oder? Da müssen wir hin. Genau, hier kommen wir. Jetzt fliegen wir gerade hier an Dauerbetrieb vorbei, da wo wir ja gestartet sind. Dann geht es weiter zur Edelstein-Manufaktur und hier aufstrebender Stern, da wo quasi die Mission, wo wir die Mission angenommen haben, da endet die ganze Nummer auch. Okay. So, raus in 100 Kilometer. Ich positioniere mich schon mal so ganz leicht am Rand, dass ich relativ schnell raus kann. Und raus hier. Jawohl. Erreiche aufstrebender Stern. So, jetzt müssen wir bloß noch wissen, wo dieser blöde Spot ist, wo wir es abgeben müssen. Da drüben, okay. Das sollte kein Problem sein. Und ich glaube, wir haben einen leichten Hüllenschaden, wenn ich mir das auf dem Screen oben so anschaue. Ich glaube, einen leichten Hüllenschaden, ja. Sollten wir vielleicht auch mal reparieren lassen. Aber hier ist ja schon ein Techniker, also zumindest ein entsprechender Andockspot. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Und falls es euch aufgefallen ist, in dem Moment, wo wir andocken gesagt haben, ist unser neues Cockpit wieder in diesen Blau-Modus gegangen. Auch nicht schlecht. So, hallo. Ich gebe Ihnen 2 Minuten und keine Sekunde mehr. Du, ich habe 15 Minuten Zeit, gell? Mach keinen Stress. Alles klar. Gehen wir es an. So, da hast du den Gedönse. Jetzt haben wir Ansehen kassiert und 40.000 Credits. Okay, gut. Also war nur ein Hol- und Bringstöckchen-Auftrag. Hallo, so, hier Pilot. Ist ein Techniker. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Ja, reparieren die Mühle für 1200 Credits. Dankeschön. Also diese Kosten sind wohl nach wie vor minimalst. Haben wir ja auch seinerzeit festgestellt, ne, dass wenn unser Schiff einen Schaden hat und wir haben das Ganze dann beauftragt zur Reparatur beim Techniker, dass das im Endeffekt nur Peanuts waren, die uns da aus der Tasche gezogen wurden. Aber gut, beschweren wir uns nicht. Sind wir froh, dass es so ist. So, hier sind noch ein paar Kisten, die nur drauf warten, von uns geleert zu werden. Haben wir einen Drohnenverkäufer hier ebenfalls. Oh, ich wollte gerade sagen, die hat ein kleines Problem mit der Halswirbel, glaube ich. So hat es gerade ausgeschaut. Hallo, Pilot. Was kann ich für Sie tun? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Das ist erstklassige Ware. Sie können meine Mutter fragen. Jojo. So, mittlerweile gibt es auch Drohnen, die laut Gesetz verboten sind. Das ist auch neu. Trojaner-Drohne hat früher niemanden interessiert, mittlerweile verboten. Das ist ja witzig. Kostet 29.000, Attentäner 23.000. Was kostet es beim anderen? Pilot, ich habe hier ein paar großartige Angebote. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Wir haben hier nur die besten Waren. Attentäter 27. Der ist teurer. Schild-URV. Hoi, die ist auch neu. Schild-URV laden aktiv fehlende Schildkapazitäten Ihres Mutterschiffs auf, indem Sie Energie direkt in die Schildmatrix einspeisen und damit die Beschränkungen der Energiekupplungen des Hauptschildgenerators umgehen. Geil! Wollen Sie vielleicht auch noch etwas anderes? Das ist ja nicht schlecht. Das heißt, im Endeffekt, damit könnten wir unseren Schild, sofern er den sofern er beschädigt wird, in Anführungszeichen, im Gefecht, könnten wir damit aufladen. Das ist ja nicht schlecht. Attentäner 27. Das will ich jetzt genau wissen. Komm, wir schauen mal, ob dieses Ding immer noch lustig ist. Hallo, Pilot. Was kann ich für Sie tun? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Selbstredend. Das immer noch funktioniert. Wir kaufen uns eine Attentäter-Drohne für 23,4. Also fast 23,4, ne? Kaufen wir mal. Was darf ich Ihnen ansonsten? Danke. Jetzt Pilot, zum anderen. Ich habe hier ein paar großartige Angebote. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Akzeptiert. Und mit, ja, 1100... Fast 1200 Gewinn können wir es hier verkaufen. Oh Gott. Wollen Sie vielleicht auch noch etwas anderes? Also, Geld verdient mit nichts, ne, Freunde? Das gibt's immer noch. Interessant. Naja, manche Dinge sind einfach so, ne? Die braucht man nicht weiter Pilot, kommentieren. Ich habe hier ein paar großartige Angebote. Zeigen Schauen Sie uns mir die bitte Waren an. Akzeptiert. Oh, der ist recht günstig, was die Neutronenbrecher angeht. Solarjäger, das ist ein guter Preis, denke ich. Die können wir verkaufen. Weg damit. Wollen Sie vielleicht auch noch etwas anderes? Die Neutronenbrecher, nee. Also die lassen wir mal. 2500 ist aber ein super Preis zum Einkaufen. Hätte ich jetzt mal vorsichtig behauptet. So, wir gehen zurück an Bord. Also schreibt mir mal bitte.
was ihr denn gerne sehen wollt, ob wir uns hier erstmal als Missionar Verdienst machen, im Endeffekt Cash und ansehen, oder ob wir das Quick and Dirty über Scan-Aufträge machen und dann gleich umgehend zum Händler werden. Also ich hätte schon gern Lust, noch mir ein paar Missionen anzuschauen und die Gegend zu erforschen, aber ich versuche natürlich auch in gewisser Weise die Zuschauer mit einzubinden. Also wenn ihr sagt, nö, du, hör mit dem scheiß Missionieren auf, sondern wir wollen hier gleich direktes Handeln sehen, dann denke ich, werden wir da auch einen passenden Kompromiss finden. Ich freue mich auf jeden Fall auf Kommentare, sag an dieser Stelle danke. Bis dahin fürs Zuschauen hier bei Let's Play X Rebirth und ich freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit euch. Bis dann.